Willkommen zu diesem Video. Heute soll es nur ein kleiner Tipp sein, und zwar geht es um den Lilschisler bzw. um Staubeinschlüsse. Da mich oft die Frage erreicht, wie vermeidet man Staubeinschlüsse, wollte ich euch das heute mal ein bisschen näher bringen. Also zum einen erstmal gar nicht. Müsst euch damit abfinden, dass ihr, fällt natürlich immer unterschiedlich aus. Bei dem einen Auto ist ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger, an manchen Scheiben gar nicht, an manchen Scheiben viel. Letzten Endes hilft uns dieses Tool dabei, und wie man damit umgeht, zeige ich euch jetzt. So, wir nehmen uns dann jetzt einen Föhn zur Hand. Temperatur spielt auch wieder keine Rolle. Je heißer, desto schneller seid ihr. Wenn ihr euch jetzt mal diesen Einschluss hier anguckt, einfach von außen ein bisschen warm machen. Und dann mit dem Lilschisler von innen ein bisschen drüber reiben. Dann werdet ihr feststellen, ihr verschiebt die Luft so ein bisschen hin und her. Könnt ihr dann quasi auch einfach zum Rand schieben. Nehmen wir mal den Einschluss hier. Am besten übrigens macht das Ganze zum Schluss, wenn das ein bisschen angetrocknet ist, geht ein bisschen einfacher. Und so könnt ihr dann alle Einschlüsse nachbehandeln. Man wird es von innen zwar ein bisschen sehen, aber da muss man schon genau hingucken. Wie gesagt, wenn ihr das noch ein bisschen länger stehen lasst, nur ein, zwei Stunden, dann braucht ihr da wahrscheinlich nicht mal föhnen. Einfach nur mit dem Schilder von innen ein bisschen andrücken. Wie gesagt, so ein bisschen hin und her reiben und den Rest der Luft dann zum Rand hin rausschieben. Ja, letzten Endes ist das die komplette Magie, was die Staubeinschlüsse oder Schmutzeinschlüsse oder sowas angeht. Auf jeden Fall so einen Lilschisler zu haben, ist schon echt von Vorteil. Habe ich auch lange unterschätzt. Findet ihr übrigens auch bei uns im Shop. Werde ich unten verlinken, kostet ein paar Euro. Ja, viel Spaß damit. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, gerne unten in die Kommentare, per Instagram, Facebook, E-Mail oder ruft uns an. Bis zum nächsten Mal.